Der einzige Weg, an General Baro heranzukommen, ist über seine Tochter Erendira. Wir können sie als Köder benutzen, um Baro rauszulocken, aber sie muss kooperieren. Überzeugen Sie sie irgendwie. Santa Blanca viele von denen verleiht? Unidad-Vogel im Anmarsch. Unten bleiben. Da ist sie. Denk daran, wir haben nur sie. Wir brauchen sie. Und wenn sie nicht helfen will? Wie gesagt, wir haben nur sie. Erendira. Buendia. Wir suchen General Baro. Lo siento. Mire, ich kann nicht helfen. Doch, Sie werden. Der General ist Ihr Vater. Wir wollen nur reden. Okay? Warum sollte ich das glauben? Weil Sie keine Wahl haben. Sie glauben, das Kartell ist böse? Wir sind der Stoff, aus dem Albträume sind. Papa, die Gringos haben mich. Americanos, mir geht's gut. Sie sagen, sie wollen dich nur... Nein, ich traue ihn nicht. Er sagt, sie sind gefährlich, peligrosos, aber er hat meinen Treffpunkt genannt. Los geht's. Wir brauchen General Baro. Freuen wird er sich darüber aber nicht. Zuerst will ich zum Treffpunkt. Das ist der Treffpunkt. Augen auf. Ich traue dem Kerl nicht. Der General. Vorsicht! Der General hat uns verarscht! Schnappt ihn! Wir sind alarmiert. Unidad-Vogel im Anmarsch! Unten bleiben! Feuer frei! Feuer!
Quédate quieto. Ein General weiß, wann er sich ergeben muss. Das hätten Sie anders haben können. Nicht wirklich, Cabron. Sie haben meine Tochter bedroht. Schade nur, dass ich nicht mehr Männer dabei habe. Sir, wir sind hier, um Sie um Hilfe zu bitten. So bittet man in Bolivien aber nicht um Hilfe. Das ist ja auch ein spezielles Hilfegesuch. Wir arbeiten mit den Rebellen und wollen das Santa Blanca-Kartell ausschalten. Es kann Ihnen nicht gefallen, wie die Ihr Land behandeln. Behandeln Sie es anders als die Amerikaner? Ihre Tochter ist sicher. Und ob Sie uns helfen oder nicht, Sie werden mitkommen. Das werde ich nie verstehen. Weiß nicht, ob wir unsere Kinder verstehen müssen. Sie sollen aber aus unseren Fehlern lernen. Sie schämt sich für mich, oder? Für mich und für meine Fehler. Sie hätte sich vor meinen Feinden in England oder Spanien verstecken können. Stattdessen bleibt sie in Bolivien und lernt an einer Armenschule. Das ist gefährlich. Sie sühnt für meine Taten. Sie sind kein Engel, Sir. Aber ich halte Ihre Tochter für eine Frau, die ganz eigene Gründe für ihre Entscheidungen hat. Warum sollte sie es sonst tun? Wir erreichen Bastardo, den Treffpunkt. Das war ein guter Haltet Männer. Die Augen auf. Ich war in La Paz, um mit dem Präsidenten zu reden, als meine Tochter anrief. Ich weiß schon lange, dass unsere Beziehung zu Santa Blanca unhaltbar ist. Aber ich konnte die Bürokraten nicht davon überzeugen, was zu ändern. Sie kamen nicht an den Präsidenten ran? Nein. Und ich fürchte, dass viele Männer und Frauen, die El Sueño in der Tasche hat, meine Absichten kennen. Heutzutage ist Korruption Alltag in Bolivien. Ich hatte zu viele Schießereien mit der Unidad, um Mitgefühl zu haben, Sir. Ich wollte dem Land Ordnung bringen, als ich Santa Blanca die Hand reichte. Doch diese Ordnung ist volle Korruption und Gewalt gegen das eigene Volk. Das habe ich zu verantworten und werde es auch ändern. Das ist ein harter Kampf. Aber wenn Sie keine Gewalt mehr für Bolivien wollen, für Ihre Tochter, dann müssen wir dem ein Ende bereiten. Es gibt noch einige loyale Offiziere, die mir zur Seite stehen. Und ich habe einen Freund, einen Colonel in der Armee. Er konnte mir auch helfen. Aber es wird Zeit brauchen. Fangen wir doch gleich an. Nomad, hier Bowman. Klasse Arbeit in Flor de Oro. Jetzt, wo General Baro sich gegen das Kartell wendet und unsere Leute sicher sind, bekommen die korrupten Offiziere in der Unidad Probleme. Und ihre Santa Blanca-Kumpel auch. Verdammt richtig. Mit Baro und seinem Militär auf unserer Seite werden die Unidad-Patrouillen weniger glimpflich mit den Kartellmitgliedern umspringen. Das erzeugt Spannungen. Richtig. Und unsere Rebellenfreunde haben mehr Spielraum. Dann begeben wir uns in rauere Gefilde. Ich melde mich. Nomad Ende.